So, meine Lieben, heute mal ein anderes Thema. Es geht nicht um Autos, es geht um Chiptuning. Ja, wie ihr wisst, seit 2008 existiert die Firma PB Performance. Mein Partner Salah Alamoudi und ich haben sie in Abu Dhabi gegründet, das Headquarter. Und Leute fragen sich, Mensch, ich bin jetzt in Deutschland oder in der Schweiz oder irgendwo auf der ganzen Welt und wie komme ich an die geile Software von PB Performance ran? Und da zeige ich euch heute, wie das funktioniert. So, meine Lieben, die Nachricht geht an alle da draußen, egal ob Hobbytuner, Chiptuner, der Bock hat auf PB Performance Software, ihr könnt die Software jetzt erwerben, ja, auch wenn sie von Abu Dhabi kommt. Und wie das geht, zeigen wir euch heute in diesem Video, weil wir haben uns eine sehr tolle Plattform bauen lassen und jeder, der ein Gerät hat zu Hause, wo seine Software aus dem Auto auslesen und programmieren kann, kann sie auf diese Plattform hochladen. Ja. Ich sehe das dann, ich ziehe sie mir runter, ich bearbeite sie euch, ich lade sie wieder auf die Plattform hoch und dann könnt ihr eure Fahrzeuge programmieren. Ja. Wir zeigen euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir unsere Plattform. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euch da anmeldet. Das ist ganz easy. Als allererstes findet ihr in der Videobeschreibung unten den Link für die Anmeldung. Dazu müsst ihr jetzt, wenn ihr auf den Link geklickt habt, auf den Button Register drücken. Ja? Und hier füllt ihr die Felder mit euren Daten aus. Euren Namen, eure Firmennamen, E-Mail-Adresse und alles, was dazugehört. Wenn ihr alles ausgefüllt habt, könnt ihr auf Register draufklicken. Dann geht's weiter. Hier seht ihr jetzt, dass alles bei uns eingegangen ist und es kann jetzt natürlich eine Weile dauern, bis wir euch bestätigt haben. Hier geht nicht alles vollautomatisch, sondern wird alles von mir überprüft und nachgeschaut, ob ihr legitim seid, um Files bei uns zu kaufen. Der Login ist noch nicht freigegeben. Erst wenn ihr von uns eine E-Mail bekommen habt mit der Bestätigung, dann könnt ihr euch einloggen. So, ich bin jetzt hier an meinem Computer und habe jetzt eine Bestätigung bekommen, dass sich jemand irgendwo auf der Welt angemeldet hat und von mir gerne Software beziehen möchte. Ich gehe hier ins System rein, schaue mir die ganzen Daten ein, deinen Namen, deinen Standort. Dann klicke ich hier auf geprüft, somit ist die Person freigeschaltet und kann die Software hochladen und anfangen von uns Software zu beziehen. So, nachdem ich alles bestätigt habe, habt ihr von uns jetzt eine E-Mail erhalten mit einem Link. Da klickt ihr einmal drauf und könnt euch jetzt ganz normal mit euren Login-Daten anmelden. So, nach der Registrierung ist euer Können gefragt. Ihr habt jetzt euer Auto bei euch am Standort und müsst es jetzt natürlich lesen. Wir zeigen euch das jetzt an einem Lamborghini Urus, der hier bei uns gelesen wird. Wir machen das gemeinsam und laden das gemeinsam dann auf die Plattform hoch. Das Gute an unserer Plattform ist, wir haben wirklich 365 Tage Free Updates, das heißt ein Jahr Updates frei. Wir haben einen WhatsApp-Support mit mir direkt, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ihr könnt mir die Datalogs schicken auf WhatsApp, ja. Also egal, was geändert werden muss, auch wenn wir eine Abstimmung machen gemeinsam und ich mir die Logs anschaue, kann ich euch dann über WhatsApp kontaktieren und sagen, hey, hör zu, so und so sieht's aus und dann wird das alles perfekt funktionieren. Hier haben wir das Fahrzeug ausgelesen. Wir speichern natürlich auch die Fahrgestellnummer direkt, denn ohne Fahrgestellnummer kommt ihr hier auf der Plattform gar nicht weiter. Der Lamborghini hier, der bekommt jetzt eine Stufe 1 und wir speichern das hier ab und laden es hoch. Die Dateien werden gerade hier gelesen, dann laden wir sie gemeinsam mit euch auf die Plattform hoch. Und die Plattform ist jetzt offen. Oben rechts im Eck seht ihr, ob ich online bin und ob ich momentan arbeite. Also im Normalfall ist es immer deutsche Zeit von 9 bis 18 Uhr, könnt ihr die Files immer hochladen. Manchmal bin ich natürlich auch länger online, auch wenn da offline steht. Und dann kann es schon sein, dass ihr auch nach 18 Uhr noch Files von mir bekommt. Dann fangen wir mal an, das hochzuladen. Dann gehen wir auf Upload File. Da steht natürlich unser Name, wir müssen dann die komplette Fahrgestellnummer eingeben. Ohne Fahrgestellnummer kommen wir da nicht weiter. Dann gehen wir auf Next. Im nächsten Schritt geben wir die Kundendaten ein. Ganz wichtig ist die E-Mail-Adresse des Kunden, denn er kann später hier überprüfen, ob das Fahrzeug auch wirklich von PB Performance gemacht worden ist. Er bekommt von uns auf seine E-Mail-Adresse einen Link zugeschickt, den er dann anklicken kann mit einem Code und da dann praktisch die ganzen Zahlen sieht, wann das Auto gemacht worden ist, welche Fahrgestellnummer das Auto hat und so kann er auch sicher sein, dass das Auto wirklich von uns gemacht worden ist und nicht von irgendjemand anders. So, dann habe ich hier die Fahrgestellnummer, die ist drin, dann wählen wir das Auto aus, dazu gehen wir hier auf Lamborghini, wir wählen hier das Modell Urus aus. Dann die Motorisierung und Automatik oder manuell auswählen. Hier haben wir natürlich ein Automatikgetriebe und jetzt können wir anklicken, was alles gemacht wird und was er bekommt. Wir machen jetzt in dem Fall hier einfach nur das Chiptuning und er bekommt noch einen Rennfilter. Dann klicken wir auf Next. Hier wählen wir das Tool aus, mit dem wir dann gelesen haben. In dem Fall haben wir jetzt mit dem Autotuner gelesen. Dann gehen wir auf Upload File.
Hier könnt ihr entweder mit Drag and Drop oder einfach die Datei auswählen und rüberziehen. Im nächsten Step habt ihr jetzt den Checkout, Choose Package. Die Rechnung wird automatisch generiert, nachdem ihr bezahlt habt. Ihr müsst unten links die AGBs und das Kleingedruckte bestätigen. Und jetzt könnt ihr auswählen, wie ihr gerne bezahlen wollt. Wir haben zwei Möglichkeiten, einmal Kreditkarte oder PayPal. Nachdem ihr den Kauf abgewickelt habt und das File bei mir angekommen ist, seht ihr jetzt oben bei Estimated Finish, da wird euch angezeigt, wie lange es ungefähr dauert, bis ihr das File zurückbekommt. In dem Fall dauert es jetzt ca. 29 Minuten. Das heißt, innerhalb von dieser Zeit bekommt ihr die modifizierte Datei zurück und könnt den Kunden sagen, wie lange es ungefähr dauert. Ich sage dem Kunden, dass wir für die Leistungssteigerung immer so 3 bis 4 Stunden benötigen. Da habt ihr keinen Zeitdruck, keinen Stress und der Kunde kann dann gemütlich vielleicht frühstücken, Mittagessen gehen, je nachdem, was anfällt. Links nebendran steht Free Updates und hier seht ihr jetzt ganz genau, wie viele Tage ihr noch habt, um irgendwelche Sachen zu ändern oder hochzuladen. So, dann könnt ihr oben rechts draufklicken, da geht es direkt zum Auto, dann seht ihr nochmal die Details, das File wurde jetzt hochgeladen, ihr seht selber nochmal, was ihr alles angeklickt habt und welches Tool ihr ausgelesen habt. Wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich eine SMS bekommen, das heißt, sobald irgendjemand was auf die Plattform hochlädt, werde ich sofort benachrichtigt, dann gehe ich natürlich an meinen Computer und dann sehe ich, was gemacht werden muss. Ich habe hier zum Beispiel einmal Chiptuning, Lamborghini Urus, wie es gelesen worden ist und klicke dann auf Download File, dann habe ich die Originaldatei bei mir am Rechner und kann die jetzt bearbeiten. Nachdem ich die Datei heruntergeladen habe, kann ich sie in mein WinOLS einziehen und für euch die Software so bearbeiten mit den ganzen Änderungen, die ihr braucht, was ihr angeklickt habt. Und wenn alles fertig ist, schicke ich die Software wieder zurück bzw. mache ich ein Software-Upload. Ich lade es wieder auf die Plattform drauf und dann habt ihr das bei euch. Ihr bekommt jetzt eine SMS oder eine E-Mail-Benachrichtigung, je nachdem, was ihr ausgewählt habt und habt jetzt hier einen Download-Link. In der Zeit, wo ich die Software gemacht habe, hat der Paul jetzt eine Eingangsmessung mit dem Urus gemacht und wir haben ein Ergebnis von 628 PS und 879 Newtonmeter. Hier habt ihr jetzt den Download-Link, da könnt ihr die Datei dann speichern auf eurem Laptop. Ihr könnt sie dann mit dem Flasher wieder ins Auto reinflashen und dann gegebenenfalls wieder eine Ausgangsmessung machen mit den Logs oder ihr könnt es auf der Straße fahren mit den Logs, mir alles zukommen lassen per WhatsApp und wir können gemeinsam nochmal drüber schauen, ob wir da noch was rausholen können für euch oder ob das so okay ist und es passt. Bei diesem wunderschönen Urus wurde mir mitgeteilt, dass der Kunde nur 102 Oktan tankt und er bitte das Maximale mit Stufe 1 rausholen möchte. Ja, da habe ich jetzt natürlich alles sehr schön geschrieben und wir kommen auf ein brutales Ergebnis von 783 PS und 1150 Newtonmeter. Wir sehen hier, dass es ein brutaler Zuwachs ist, ja, also es ist echt Wahnsinn, wie viel mehr Leistung, wie viel mehr Drehungen wir jetzt hier erzielt haben, aber das geht natürlich nur mit 102 Oktan und anhand von den Logs sehe ich jetzt auch, dass alles perfekt ist und nichts passieren kann. So, ihr habt den Ablauf gesehen, das heißt, es ist egal, wo ich mich befinde, Abu Dhabi, Afrika, Hongkong, solange ich Internet habe, bin ich für euch da, ja. Ihr könnt jetzt natürlich hier auf den Link draufgehen, wir blenden ihn nochmal ein, ja. Könnt euch registrieren, abwarten, bis die Bestätigungs-E-Mail kommt und dann könnt ihr ganz normal von der ganzen Welt die Files bei uns beziehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.